Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zuvor schon angesprochen, obwohl es hier ein nationales Turnier ist, in Schering bei der Fixkraft Trophy am Bräugut der Familie Wimmerda, ist ein internationales Flair zu verspüren, hier auf jener Veranstaltung. Man hat jetzt am Rande gesehen, viele haben geduschelt hinter vorgehaltener Hand. Ist er es oder ist er es nicht? Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, er ist es. Ein Reiter, der zu den Weltbesten seines Jahrgangs zählte, eng verbunden mit dem Namen Van Gogh, Bruno Kandrian aus der Schweiz. Bruno, deine Zeiten sind lange vorbei, aber du tauchst jetzt immer wieder öfters hier in Österreich auf oder auch bei internationalen Events als Trainer. Wen betreust du und wie kommt's? Also bei mir ist das so, ich habe 1990 aufgehört mit dem Spitzensport und habe mich da ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt seit ungefähr 4-5 Jahren trainiere ich die zwei Sutterlite Girls und das macht sehr viel Spaß und darum bin ich wieder ein bisschen mehr auf Weg. Ja, du bist immer ein gern gesehener Gast auf allen Turnieren, aber man merkt, wenn man dich am Rande beobachtet, am Abreiteplatz oder wenn gerade Therese oder Laura Sutterlite im Parcours sind, dass dir jene Aufgabe mit den zwei jungen Girls richtig Spaß macht. Ja, so ist das und das ist ja irgendwie, wenn man mit dem Pferdesport verbunden ist und dann zwei so Talent hat, macht das sehr viel Freude und Spaß, um das fördern. Aber wenn man jetzt den Werdegang der beiden Mädchen so beobachtet, ist es auch immer eng verbunden mit qualitativ sehr, sehr hochwertigen Pferden. Hat da Bruno Kandrian immer wieder das nötige Feeling für das passende Pferd für die jungen Damen? Ja, das braucht auch viel Glück und ich denke, die Qualität braucht es heute. Mit normalen Pferden wird es ganz schwierig. Und wie besser die Pferde sind, wie besser werden die Reiter. Ja, wenn man das aber so beobachtet, hier im Hause Sutterlite unter der Führung von Bruno Kandrian werden keine Grecks eingekauft, die schon sich bewiesen haben, sondern im Sport. Man sieht jene jungen Damen immer auf jungen Pferden, die mit ihnen groß werden sollen, beziehungsweise die sie selbst ausbilden. Ist das der Weg des Bruno Kandrian? Ich denke, wenn die jungen Reiter junge Pferde ausbilden können, dann können sie auch ein älteres Pferd dann fördern. Oder wenn mal ein Problem auftritt, dann können sie das selber lösen. Und das müssen die lernen. Und vorher wird das schwierig, wenn die nur immer routinierte alte Pferde haben, wird das ganz schwierig. Und darum baue ich auf junge Pferde, junge Reiter. Früher hat man gesagt, junge Reiter, alte Pferde, bin ich weggekommen. Ich denke, die müssen zuerst lernen, junge Pferde arbeiten, ausbilden, fördern. Und dann können sie nachher auch im Spitzensport bestehen, weil sie die Möglichkeit haben, das Lernen, wenn es mal ein Problem gibt oder so. Ja, und das große Ziel einer Laura Sutterlite, der jüngeren der beiden Schwestern, ist der Jadi, die Europameisterschaft bei den Children. Theresa, hast du damals ja noch nicht die Erlaubnis gegeben, Österreich zu vertreten. Bei Laura sieht es jetzt anders aus. Wo ist da der Unterschied, dass wir bei der Theresa gesagt haben, damals nein, sie ist noch zu früh dran und Laura jetzt schon auf dieses Europa-Championat schickt? Ja, bei Theresa war das so, sie war vielleicht noch nicht so stabil. Und ich denke, wenn die nicht stabil genug sind und Nerven behalten können, ist das schadet das mehr, wenn die da irgend so in einen Wind reingeschickt werden, wo sie noch nicht gewachsen sind. Bei Laura ist das anders, die ist kalt, die ist cool, die ist lässig, die schockt es nicht, wenn es mal einen Crash gibt. Und dann glaube ich, dass sie eine Chance hat, um da mit vorne mitmachen. Also, Bruno Kandrian zählt auf seine Laura auch bei der Europameisterschaft. Aber jetzt, man steckt hier mitten in den Vorbereitungen, kommt hier nach Schärding. Eine willkommene Abwechslung oder eine passende Vorbereitung für die Pferde hier bei den Gegebenheiten, hier bei der Fixkraft Trophy? Ja, der Liquidor hat jetzt in Lamprechtshausen ist die letzten Prüfungen gegangen für Schade, für Qualifikationen. Hat jetzt Ruhe gehabt, hat letzte Woche zwei kleine Turniere gemacht, also zwei Runden ganz klein, also 1,10 Meter. Und er geht jetzt hier die LM zweimal und dann vielleicht am Sonntag nochmal ein L. Und dann in 14 Tagen macht er vor, wir abreisen am Freitag noch zwei kleine Runden. Einfach, dass er die Umgebung sieht und so, aber ohne Anstrengung. Und die Gegebenheiten als Vorbereitung hier in Schärding, die Böden, Abreiteplatz und das Turnier entsprechend für eine Vorbereitung für die Europameisterschaft? Ja, ich denke, darum sind wir hierher gefahren, weil viele Leute gesagt haben, es ist ein sehr tolles Turnier, super Bedingungen und das ist auch so. Und ich denke, hier kann man super ein Pferd vorbereiten für nach Schärding.
Dann wünschen wir Bruno Kandren und seinen beiden Sutterlitikers alles, alles Gute für die kommenden Wochen, wenn es heißt, Österreich fährt auf die Europameisterschaft der Children und Junioren sowie Jungenreiter nach Frankreich.